Schrecksekunde vor dem Training der deutschen Nationalmannschaft. Feueralarm in der Sportschule Basinghausen. Glücklicherweise alles halb so wild. So konnte Joachim Löw wieder in aller Ruhe an die Arbeit gehen. Das Signal, das er sendet, der alte Löw ist zurück. Er flaxt und feixt, so sagt er einem Journalisten auf die Frage, wer denn gegen Ferrer spielen würde. Sie werden nicht spielen, nein. Das ist eine Überraschung. Ja, das wäre aber die Überraschung jetzt gewesen. Listig und doch lustig. Auch wenn die Nachwehen der Euro noch immer spürbar sind, geht der Blick des Bundestrainers nur nach vorn. Er will zeigen, dass er dem deutschen Fußball auch im siebten Amtsjahr noch Impulse geben kann. Trotz aller Kritik gibt es daran auch bei Kennern keine Zweifel. Ich bin und bleibe nach wie vor ein Fan von Jogi Löw. Ich bin auch der Auffassung, dass der richtige Mann am richtigen Platz ist und mit seinem Team, inklusive dem Manager Bierhoff, sehr gute Arbeit macht. Mit dem Spiel gegen die Färöer beginnt die Qualifikation für die WM 2014. Auf diese Aufgabe stürzt sich jetzt Joachim Löw. Mit der Sommermärchen-Wohlfühlatmosphäre der vergangenen Jahre ist es aber endgültig vorbei. Der Bundestrainer und sein Team stehen unter genauer Beobachtung.